Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Keep Supernova. Mein Name ist Flavo und wir haben wieder das Plattfest. Und ich möchte euch hier und heute gleich das allererste Spiel zeigen, das Keep, wie sich Keep im allerersten Spiel geschlagen hat für das Team Ei. Aber ich gebe zuerst an unsere Moderatorin ab. Bitte und bitte, ja. Also das Update ist in Klinge, sind überglücklich. Na wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, wir begeben uns gleich rein ins Getümmel und werden jetzt dabei zugucken, wie Kip sein allererstes Spiel bestreitet. Und ich glaube, ich muss mich irgendwie so hier nach unten verfrachten, damit man auch die Punkte sieht. So. Ja, Kipp, nicht lange hier spazieren gehen, sondern gleich ab in die Lobby. So, übrigens, Kipp hat sehr viele Spiele aufgezeichnet. Deswegen habe ich überlegt, ob ich euch die ganzen Spiele, die er aufgezeichnet hat, Siege und auch Niederlagen, ob ich die euch in einem Nightstream vielleicht gönne. Weil da kommen schon, ich schätze mal, so 2 Stunden zusammen. Wir können ja mal reinschreiben, wenn, sofern ihr wollt, könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr einen Nightstream sehen wollt. Einen Splatfest Splatoon, Nacht, lange Nacht des Splatoon, lange Nacht. Kennt noch jemand die langen Filmnächte? Früher, ja, wie wir noch jung waren, da gab es noch Fernsehen, da hat noch jemand Fernsehen, guckt überhaupt noch jemand Fernsehen? Nein, ist egal. Jedenfalls, es geht hier gleich los. Und wir sehen, unser Team ist gelb und das Gegner Team, das Team Henne, ist weiß. Wir können ja mal reinschreiben, wenn ihr selbst spielt, in welchem Team ihr seid bzw. wart. Und oh, es geht gleich mit der Wandelzone los. Und zwar, ich glaube, irgendwas mit Liebe ist die Zone. So. Und 3, 2, 1 und los. Und Keep Splatted los. Das erste Spiel in diesem Splatfest. Und er prescht gleich nach vorne und färbt hier munter ein. Mit Eigelb soll das, glaube ich, sein. Und das Gegnerteam hat das Eiweiß. Gut, bei Eiweiß, da könnte man es noch an etwas anderes denken. Ja, genau, an weiße Farbe oder an Mayo. Ich glaube, die haben da genau dieselbe Textur verwendet. Kann das sein? Es ist ja letztendlich nur Farbe. Aber es sieht aus wie die Mayo aus Mayo versus Ketchup. Splatfest. Oh, es sieht sehr gut aus. Er setzt die Teamland. Jo, Michel ist weg. Michel ist weg und auch. Ne? Oh, ein Doppelkill. Und dann hat es selbst weggekippt. Mit einem 3R-Schwabber wurde er weggeschwabbert, weggekippert. So, aber keine Müdigkeit vorschützen. Das Gegnerteam hat schon den Gefahren-Button. Und. Na, so. Und. Fährt mutig voran. Ich glaube, die Wandelzone funktioniert so, dass ein bestimmter Bereich nach einer Weile abgedeckt wird, und wenn der dann ein, kann er nicht mehr eingefärbt werden oder beziehungsweise nicht mehr umgefärbt werden. Ja, die beide Teams schenken sich wirklich nichts. Was mir beim Splatfest besonders gut gefällt, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, sind nicht nur die Wandelzonen, die dann einmalig sind, sondern auch die Tatsache, dass es dann auf jeder Map Nacht ist. Das finde ich ziemlich cool. Kann ich euch vielleicht noch ein Fotoshooting dann nach diesem Spiel zeigen.
Wo er auch in Photoshop die sind sie nie. Nachtrieb, den kriegst du noch. Nee, nicht. Weggesplattet 782. Oh, fast alles gelb. Das sieht sehr gut aus. Ich glaube, das gibt richtiges Rührei diesmal. Ein Kick springt. Springen ist immer ziemlich riskant. Manchmal springt man nämlich in eine Bombe rein oder in eine Mine. Aber Kick hat das souverän gemeistert. So, die letzte Minute läuft. No or never. Oh, zweite Abdämmung. Eindämmung steht davor. Kick, den kriegst du. Ja, Kick. Gut, Michel aus Löllberger ist weg, aber auch, hat auch Kick mitgenommen. Aber ich glaube, wir können uns entspannen, weil das Team Eigelb sieht ziemlich gut aus. Oh, 888 Punkte gibt. Da ist noch eines drin. Die magischen 1000 müssen noch erreichbar sein. Ah, da seht ihr, der Bereich ist jetzt schon abgedeckt. Eine Strategie ist, sich in dem Abdeckbereich sich einfach selbst einsperren lassen und dann in aller Ruhe da drunter unter der Glocke einfärben. Und dann kann man beim Einfärben nicht gestört werden. Das war niemals mit zu zweit. Und dann einfach rausspringen. Na gut, wenn die Tinte leer ist, dann ist das auch sehr schwer. Aber ich glaube, er hat die 1000 erreicht. 4, 3, 2, 1 und Ende. Allererstes Spiel, allererste Kampf und boah, wie bei Mutter Beimer in der Bratpfanne. Rührei, das ist ein eindeutiger Sieg mit 70%, 70 Prozentpunkten. Richtig, richtig, richtig nice. Respekt, Respekt, Respekt. Und Kip sahen ordentlich Punkte ab. Man kann vom Normalo-Eye-Fan dann hochsteigen und hochhasseln bis zum Fanclub-Leiter. Das ist das höchste. 2015 Punkte. Übrigens, man kann den Drang von der Waffe nicht hochhasseln. So, wie versprochen, wollte ich euch noch etwas zeigen. Und zwar, wir gehen mal in den Fotoshooting-Modus rein und gucken. Ja, Kip und sein Octoling tanzen gerade hier auf dem Inkopolisplatz. Ja, und feiern den ersten Sieg hier. Ja, und wie man sieht, das ist der Fotoshooting-Modus und auch im Fotoshooting-Modus ist alles auf Splatfest ausgerichtet. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir lassen Kip und seinen Octoling hier noch ein bisschen tanzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und teilt es mit euren Freunden, wenn es euch nicht gefallen hat. Dann könnt ihr auch einen Daumen nach unten oder könnt ganz sein lassen und teilt es eben mit euren Feinden oder mit allen Leuten, die ihr sonst nicht leiden könnt. Wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich zu einem längeren Nightstream, wo dann alle alle Battles aus diesem Splatfest gezeigt werden. Bis dann, gehabt euch wohl, euer Flaffo und wir lassen die zwei jetzt hier noch ein bisschen tanzen. Bis bald, tschüss!